Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin vom Server geflogen nach der gestrigen Folge, kurz danach. Bin dann wieder bei der Höhle gelandet, bei der Todeskralle und habe das Spiel ausgemacht, weil da hatte ich keinen Bock mehr. Und jetzt haben wir Samstag und ich fange wieder an und ich habe natürlich den Schatz gesucht und ich habe versucht nach Auffälligkeiten zu suchen. Normalerweise sind Schätze ja auffällig versteckt. Also es ist ein auffälliger. Zum Beispiel ein auffälliger Erdhaufen, der jetzt von der Farbgebung nicht zum Rest passt. Das heißt, so ein Hügel, der hat andere Lichteffekte, das heißt, der ist heller irgendwie als die Umgebung. Aber hier, das ist einfach nur ein verdammter Hügel. Ich meine, es ist natürlich schon auffällig, muss man sagen. Man sieht den Unterschied, wie ich es gerade gesagt habe, aber man merkt das einfach nicht. Naja, gucken wir mal. Hui! Bauplan Single Action Revolver, kennen wir doch schon. Ja, Elfenbeingriff ist natürlich cool, aber Fusionszelle, Lederrüstung, Brustteil. Kommt noch irgendwas dazu? Also bisher bin ich recht überrascht. Laser hinzugefügt. Okay. Ich würde jetzt glatt behaupten, wir gucken uns nochmal die Waldschatzkarte 2 an. So. Ich werde jetzt erstmals dafür googeln. Waldschatzkarte 02. Damals, als ich geguckt habe, gab es das noch nicht. Okay. Ich meine, ich habe lange danach gesucht. Ich finde es jetzt fair, wenn ich tatsächlich einfach mal dahin reise und mich dann Keks freue. Aber sieht ja seltsam aus hier. Achso, da war der Hügel. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal noch eine Location. Dazu muss ich nichts sagen, ne? Wir brauchen erstmal eine Location. Wie fester? Was soll denn das? Ich werde dieses Moor erstmal nicht betreten. Das ist ja grausam. Ah. Naja. So, wir gehen jetzt einfach mal dahin und wenn da Supermutanten sind, wäre das noch extra klasse. Oh, Mutant, okay. Steht da etwas aus einem Supermutantenlager? Haben wir dafür vielleicht auch eine Quest, oder? Okay, wir haben dafür eine Quest. Krankheitsrisiko, was? The fuck? Okay, wir gehen woanders hin, wo wir nicht kämpfen müssen. Einfach nur irgendeinen Ort entdecken, wo wir vielleicht nicht so krass kämpfen müssen, nicht gegen zwei Gruppen gleichzeitig. Okay, wir dürfen nicht mal im Wasser stehen, ohne krank zu werden. Finde ich gut. Hat wenigstens was Realistisches. Wir gehen hier einfach mal zum Wohnwagen. Wir brauchen. Was war das? Echt jetzt? Okay. Hä? Was? Was für Stein? Okay, wo ist es da? Da wollen wir hin. Plötzlich Radioaktivität? Was? Untersuche Ellas Bunker, okay. Tun wir das einfach mal. Haben wir einfach mal irgendwas gefunden? So, man muss dazu bedenken, wir haben eigentlich nur noch die Schrot und was auch immer das für eine Waffe ist. Für den Rest haben wir keine Munition. Ein Sensormodul nehme ich immer gerne mit. Achso, das ist meine Unsichtbarkeit. Ich wollte gerade sagen, was macht hier diese komischen Geräusche? Machen wir mal ein bisschen Licht für uns. Was soll an diesem Bunker jetzt so besonders sein, außer dass hier kein Gegner ist? Was mir natürlich persönlich sehr gefällt. Weil kein Stress.
Nehmen wir einfach alles mit, was wir brauchen könnten. Bisschen Holz. Bisschen Hirnpilz. Der Schrank ist, Schuldschein, Bier. Schulde, das ganze Bier. Okay. Warum auch nicht? Okay, da ist irgendwas. Gucken wir uns erstmal die anderen Sachen an. Okay, hier hätte eigentlich ein Fusionskern sein müssen, der nicht da ist. Hier ist ziemlich viel Müll. Wie ist... Ist hier irgendwie seltsam. Ja, wir sind durstig. Wir können uns kurz was zu trinken reinziehen. Also ich sehe hier nichts vom großen Nutzen, was Ellas Bunker jetzt gut machen würde. Ich meine, wir haben da noch die letzte Tür, die ich offen lasse für uns. Die große Überraschung, falls es denn eine geben wird. Ich weiß aber immer noch nicht, welchen Behälter ihr meint. Ich meine, so ein Chem-Behälter. Wie sieht ein Chem-Behälter aus? Den ich nochmal öffnen kann. Oder nochmal durchsuchen kann. Um Reste zu gucken. Ah, ich könnte mich ausruhen. Aber nö. Nehmen wir hier einen Wecker mit. Hirnpilz. Also das ist der... Dafür, dass der Bunker wirklich hier ziemlich auffällig rumliegt, ist hier wirklich wenig. Keine Schuldscheine mehr. Charles Owen Walker, wenn ich noch einen Schuldschein von dir in diesem Bunker finde, ziehe ich dir das Fell über die Ohren, auch wenn du ein Brocken von einem Mann bist. Mrs. Ames, auch bekannt als deine Älteste, der du verdammt nochmal mit Respekt begegnen solltest. Älteste? Hört sich ja nach... wie heißen die nochmal? Die steht in der Bruderschaft an, oder? Ah, Nuka-Cola-Truck. Sowas habe ich früher mal gerne gesammelt und irgendwo hingestellt. Was jetzt ja leider nicht mehr möglich ist. Dass man keine Deko-Objekte mehr hinstellen kann, finde ich echt scheiße. Hat immer Spaß gemacht. Schuldschein? Schulde. Eine Rolle Klopapier, sorry. Oh, guck mal, da wächst auch Leuchtpilz. Also cool wäre, wenn man in so einem Bunker bauen könnte, weißt du? Ich meine, dass man hier einfach einen, ja, wie nennt man das nochmal? Induktiven Server? Irgendwie so ähnlich. Einen separaten Server halt, Mini-Server hat. Das ist doch so eine Heilbox. Wenn hier so ein Bauplan dafür wäre, Alter. Wäre dort geil. Ja, cool, wir können jetzt auf jeden Fall nicht mehr reisen. Hier waren doch noch mehr Mikroskope, oder? Ja. Gib mir die Mikroskope. Ich will den Zettel lesen. Okay, geht anscheinend nicht. Würgepflanzenschote. Ich nehme einfach alles mit hier. Oh, guck mal. Liebste Abigail, liebster Calvin, ich habe Ella gebeten, euch im Fall meines Todes dieses Holoband zu überreichen. Bitte gebt ihr nicht die Schuld dafür, was ihr gleich hört. Dies sind meine Wünsche.
Ella hat sie respektiert und ich hoffe, ihr tut es auch. Weiter? Ich habe Parkinson. Mir bleibt noch viel Zeit, ein normales Leben zu leben. Und ja, so normal wie möglich. Doch eines Tages wird mein Gesundheitszustand sich so weit verschlechtern, dass ich mich nicht mehr um mich selbst kümmern kann. Ich liebe euch beide sehr, und das wisst ihr auch. Aber ich will euch nicht zur Last werden, meine Kinder. Erst recht nicht in dieser düsteren Zeit. Wenn mein Plan funktioniert hat, dann hat mein Tod wenigstens etwas bedeutet. Bitte habt Verständnis, dass ich euch das vorenthalten habe. Abby, du bist klug genug, um unsere Arbeit zu Ende zu bringen. Calvin, aus dir wird ein feiner junger Mann. Deine Mutter wäre sehr stolz gewesen, aber nicht so stolz wie ich. Bitte kümmert euch umeinander. Ihr könnt das alles durchstehen. Das weiß ich. Kommt zum Punkt. Forschungsstudien. Alle Theorien sollten mit Vorsicht genossen werden. Ich habe zwar einen Doktor in Medizinwissenschaft und dank meiner Mama eine lobende Erwähnung in Kreisen der ganzheitlichen Medizin, aber im Hinblick auf die derzeitige Situation würde ich mich nicht gerade als eine Expertin bezeichnen. Red Shield. Kontrollpunkt erreicht. Wie finde Ella Ames Forschungsbericht. Tue nichts Böses, aber lass dir nichts gefallen. Wie meine Oma schon gesagt hat, bietet einem der Wald alles, was man braucht. Ich habe faszinierende Forschungsdaten der ursprünglichen Bewohner von Vault 94 gefunden. Gott hab sie selig. Wie ich das verstehe, haben sie Blüten einer roten Ranke benutzt, um sich vor Strahlung zu schützen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damit die Würgepflanze meinen, von denen wir mittlerweile befallen sind. Ich habe meine Forschungsdaten auf ein Holoband übertragen, damit ich alles beieinander habe, wenn ich es Relay zeige. Der wird ausflippen. Und jetzt zur größeren Herausforderung, unbeschadet dorthin zu gelangen. Ich nehme Randys Schrotflinte in der Hoffnung mit, dass er auf mich aufpasst. Was ist die Schrotflinte? Wenn du eine zerfleischte kleine Leiche findest, ist das wahrscheinlich meine Wenigkeit. Höre einfach auf zu heulen und bringe Relay das Holoband. Verbrannter. Warte, habe ich da... Nee, das war das Schild, ne? Das war nur das Schild. Ja. Verbrannter. Gesammelte Informationen über Verbrannte und Brandbestien seit dem Fall von Harper's Ferry. Strahlungssignatur. Eine Reihe von Tests hat gezeigt, dass Verbrannte eine spezielle Strahlungssignatur aufweisen. Die Strahlung ist allerdings nur schwach. Sie verursacht also im Gegensatz zu den anderen äußerst radioaktiven Kreaturen in der Gegend keinen Schaden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Es sei denn, man ist auf Armlänge oder die Kreatur hat eine Waffe in der Hand. Das heißt, dass die Kugeln verstrahlt sind, oder wie? Ich hoffe, Naraj kann mit diesen Informationen etwas anfangen. Vielleicht kann er ein Gerät basteln, das uns warnt, wenn es die Signatur erfasst. Gegenseitige Erkennung. Wir wissen bereits, dass der Brandvirus auf jedes Lebewesen übertragen werden kann, vom Maulwurfsratten bis zu Menschen. Der Virus kennt keinen Unterschied. Deswegen war auch die Todeskralle verbrannt. In Harper's Ferry konnten wir beobachten, wie eine Gruppe aus Brandbestien und Verbrannten Seite an Seite angriffen. Seitdem haben wir weitere verbrannten Kreaturen gesehen, die erkennen, wenn andere Tiere von derselben Krankheit befallen sind. Vielleicht ist es doch eher ein Parasit statt ein Virus. Oder etwas noch Komplexeres, eine Art kollektive Intelligenz. Vielleicht eine Art Pilz? Weil die Brandbestie... Die lässt ja auch so eine Stinkwolken fallen. Und die Todeskralle hat ja eine dieser Stinkwolken abbekommen und war dann plötzlich eine verbrannte Kreatur. Die dann ja auch nur hinter mir her war und nicht hinter der Brandbestie zum Beispiel. Brandbestien. Die Brandbestien haben sich an die Spitze der Raubtiere in Appalachia gesetzt.
Sie entwickeln sich zweifelsohne aus einer Spezies von Fledermaus, was bei ihrer Größe natürlich unheimlich faszinierend ist. Ich stelle mir gern vor, dass sie von den winzigen Fledermäusen abstammen, die wir immer aus den Höhlen gejagt haben, als ich noch ein kleines Kind war. Mein Vater sagte damals, eines Tages würden sie sich rächen. Natürlich kann ich in dem Labor hier keine DNS-Tests durchführen. Es wird also bei der Theorie bleiben, aber wenn sie noch über fledermausartige Eigenschaften verfügen, könnten wir versuchen, sie mit hohen Tönen zu verwirren. Gibt es da nicht... Nee, das war dieser radioaktives Ding, ne? Es gab ja so eine Waffe, die Radioaktivität ausgestrahlt hat. Das sah so ein bisschen aus, als wären das Frequenzen, aber... Da gibt es so eine Art Frequenzwaffe gegen die. Krankheiten, noch nicht vollständig. Nicht vergessen, Informationen über folgende Krankheiten hinzuzufügen, sobald du dich richtig ausruhen konntest. Schlacklunge, Glühpusteln, Knochenwürmer. Ah, Knochenwürmer, ey, das hört sich schon echt eklig an. Aber ich muss sagen, das ist endlich mal ein Terminal, das irgendwie was ein bisschen Wichtiges sagt. Nicht irgendwie so eine Scheiße von wegen, ja, ey, ich war gestern auf Klo und hab einen radioaktiven Kackhaufen rausgekackt. War echt schlimm. Also so Terminals denke ich mir einfach, ja, was soll denn das? Tagebuch. Deine unterhaltsamen und spannenden Gedanken von Ella Ames. Harper's Ferry. Wir sind von Harper's Ferry zurück. Es lief nicht alles nach Plan. Wir haben unser Bestes gegeben, aber Mutter Natur versucht mit aller Macht, alles zurückzufordern, was sie einst verloren hat. Mit ein bisschen Hilfe durch das Eingreifen der Menschen in die Evolution. Es ist wirklich herzzerbrechend, wie die Stadt zerstört wurde und vor allem wie schnell. Wir waren auf einen Angriff durch eine solche Kreatur nicht vorbereitet. Wir hatten nur die Geschichten gehört und jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Die Bedrohung ist reell. Rayleigh war nicht bereit, uns dort weitermachen zu lassen. Erst recht nicht, nachdem die Verwundeten diesem verbrannten Virus oder was auch immer es ist, zum Opfer gefallen sind. Jetzt sind wir also wieder hier und ich kann nur hoffen und beten, dass wir eine Möglichkeit finden, dagegen anzukämpfen. Keine Zusammenarbeit. Ich habe heute mit Rayleigh darüber gesprochen, uns mit den Respondern in Verbindung zu setzen, deren Erfahrung mit den Verbrannten könnte uns sicher bei unseren Nachforschungen helfen. Aber er hat uns natürlich abgelehnt, weil wir angeblich nicht genug Ressourcen haben, um irgendjemanden außer uns selbst zu helfen. Da wären wir wieder beim Thema Ressourcen. Es geht nur um Ressourcen. Rein logisch gesehen hat er schon recht. Nach der Aktion in Harper's Ferry haben wir nichts übrig, das wir entbehren könnten. Und ich verstehe ja, warum wir hierher gekommen sind. Wir müssen eine Lösung finden, um zu überleben. Und die wird nicht nur uns helfen. Jacob. Jacob hat mir angeboten, für mich Blumen zu suchen. Er schwört fest darauf, Rotklee und Passionsblumen besser als seine Westentasche zu kennen. Man hätte meinen können, er wäre ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter Blumen pflücken geht, so aufgeregt wie er war. Natürlich ist er jetzt schon viel zu lange weg. Ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen, aber ihn zumindest begleiten müssen. Gott sei Dank hat Charlie sich bereit erklärt, nach ihm zu suchen. Er hat mich allerdings nicht mitkommen lassen. Geheimnisse. Ich habe heute mit Niraj gesprochen, als Doktor. Nach einer eingehenden Untersuchung seiner Familiengeschichte und Symptome glauben wir beide, dass er an Parkinson im Frühstadium leidet. Aber wir können das natürlich nicht sicher wissen. Ich musste ihm schwören, dass ich es niemandem verrate. Noch etwas, das ich geheim halten muss. Meine Güte, Rayleigh würde mir den Hals umdrehen, wenn er davon wüsste. Er ist sein bester Freund und jetzt auch noch Niraj. Fehlt mir nur noch, dass Eddie mit Krebs zu mir kommt. Mitteilung der Freien Staaten. Der leuchtende Sumpf. An alle. Wir haben kürzlich die schlimmsten Bedingungen überlebt, die es im Moor je gegeben hat. Falls sich so etwas je wiederholen sollte, sind folgende Schritte zu befolgen. Erstens, Privasedam. Turbine ganz aufdrehen und den Fluss ablaufen lassen. Dyachem, Anweisungen der Operation strahlend rein befolgen und in den Fluss leiten, um die Strahlung zu absorbieren. Töten Sie alle leuchtenden Kreaturen, die Sie sehen. Fragen? Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Relay. Das Rankenherz. An alle. Eddie sagte, dass die Ghule und Myrlurks
abgewehrt haben, die scheinbar von Würgepflanzen befallen waren. Die Kreaturen arbeiten zusammen, als wären sie von etwas kontrolliert worden. Schließlich fanden sie etwas, was er das Herz nannte. Das Herz zu entfernen stoppte die Kreaturen, aber es gibt keine Garantie, dass das nicht erneut passiert. Falls jemand auf eine von Ranken befallene Kreatur stößt, sollte dies sofort Eddie und seinem Team berichtet werden. So können sie jedes kontrollierende Herz in der Gegend ausfindig machen und stoppen. Brandbestien. An alle. Ich weiß nicht, wie viele Leute dies nach dem Angriff auf Harper's Ferry erreicht, aber seien Sie versichert, dass wir hart an einer Lösung für diese neue Bedrohung arbeiten. Von der letzten Übertragung der Bruderschaft wissen wir, dass wir auf uns alleine gestellt sind und dass ihre Berichte wahr waren. Wir können im Augenblick nur raten, dass sie in den Unterkünften bleiben, die sie hoffentlich gefunden haben. Falls sie diese verlassen müssen, sollten sie möglichst viel in Deckung bleiben. Really? Brandbestienköder. An alle. Nach vielen Verlusten haben wir an mehreren Orten Bestienköder ausgelegt. Sollten Sie jemals in eine Situation geraten, in der sich eine Brandbestie in der Nähe aufhält, lassen Sie Ihren Pip-Boy eingeschaltet, um Prioritätsmitteilungen zu empfangen. Eddie ist gerade dabei, sie zu verfassen. Schon bald schicken wir Anweisungen für den richtigen Gebrauch, aber vergessen Sie nicht, handeln Sie nach bestem Ermessen, nutzen Sie den Köder, wenn sie vorbereitet sind. Doch gehen sie möglichst immer in Deckung. Sind das jetzt Leute aus Vault 94 alle? Eine organische Lösung. Okay. Aber wir wollen ja erstmal diese eine Quest zu Ende bringen, ne? Ich möchte jetzt nicht an allen Ecken und Ecken Quests anfangen. Deswegen gehen wir raus. Aber das war wenigstens endlich mal teilweise. Ein Viertel davon waren echt gute Informationen, gerade über Brandbestien und so weiter und so fort. Hat mir gefallen. Dann wissen wir wenigstens, womit wir es zu tun haben. Das heißt, rein theoretisch sind es eigentlich nur die Brandbestien, die hier wirklich die ganze Scheiße machen, oder? Weil überall sieht man ja diese verbrannten Leichen und die verbrannten allgemein. Aber gut, wir sind jetzt zu überladen, um zu reisen. Was im Umkehrschluss heißt, wir gehen da zu diesem Haus und säubern es. Und hoffen, dass da irgendwas ist, womit wir dann ja, uns leichter machen können. Was läuft da? Stand da gerade Meyerlock Todeskralle? Todesklaue, ist glaube ich dasselbe. Oh Gott, das sind viele. Der arme Supermutant. Aber ich will ihn ja mal kurz anschießen. Die Erfahrung war es wert. Oh Gott, ich kann ja nicht laufen. Oh mein Gott. Ja, kümmert euch um den da, nicht um mich. Aber du bist halt tot. Komm mal her! Hey, Dude! Oh, hi! Oh, das hat gezeckt. Ihr seid ja schon irgendwo ein bisschen eklig, ne? Easy money. Ja, rein theoretisch könnt ihr hier hochkommen, ne? So. Was ist jetzt mit dir, Dude? Ganz genau, stell dich mal dahin. Ich habe leider nicht genug Informationen, sag ich schon. Munition, um gegen euch normal zu kämpfen. Es tut mir echt leid, dass ich so ein unfairer Bastard bin.
Au! Das ist völlig jetzt nicht nett. Kommst du jetzt zu mir, ja? Aber du bist halt tot, das gefällt mir. Da kommt der Nächste angelaufen, na? Was geht, Kleiner? Wie viele seid ihr denn noch? Au. Ich muss unbedingt was gegen meine Munitionsknappheit machen. Aber ich weiß nicht, wo wir großartig Munition herbekommen können. Weil theoretisch müssen wir eigentlich nur Level 35 erreichen und dann ist das auch kein Problem mehr. Und wie geht's dem Typen da hinten? Leider zu gut. Okay, der nimmt doch kaum Schaden. Hallo? Willst du zu mir kommen? Finde ich gut. Oh, jetzt lauf doch nicht weg. Der kommt wieder. Ich habe das Gefühl, der wird es nicht tun. Versuchen wir mal das Haus zu säubern. Und zu hoffen, dass da irgendwas ist. So, irgendwas Fettes rumhängen, oder? Ach Mann, meine ganze Deckung ist für den Arsch wegen dir. Au. Ihr wächst doch die verdammte Waffe, Mann. Muss Headshots landen. Ah, du bist sowieso ein Kämpfer, ne? Aber so wert. Okay. Okay, ist doch kein Nachkämpfer. Aha. Ja, ich muss leider jetzt so kämpfen. Ich glaube, der steckt da fest. Also ich finde das lustig, dass sie jetzt wechseln können zwischen Nahkampf und Fernkampf. Ist ja auch neu. Biogranate. Nein, leider kann ich hier meine Sachen nicht loswerden. Schade. Oh, was liegt denn da? Haus verlassen. Ich dachte ja eigentlich, es wäre eine ziemlich clevere Idee, hier rauszukommen und mir ein voll möbliertes Haus ganz für mich alleine zu suchen. Aber damit habe ich mich sowas von geschnitten. Da war diese irre Explosion und dann kam plötzlich dieser komische Rauch heruntergezogen. Von wo? Von dort, wo früher mal die Berge waren. Ich habe das Haus abgedichtet, aber das war der Anfang vom Ende. Schon nach kurzer Zeit hat sich die gesamte Gegend verändert. Es ist, als hätte der Sumpf urplötzlich alles verschlungen. Dieses Haus wurde auf festem Grund gebaut, aber ich könnte schwören, dass die Bude sinkt. Es fühlt sich an, als würde die Welt damit auf den Bombenabwurf reagieren. Als würde sie uns einfach verschlingen wollen, damit die Sache endlich ein Ende hat. Wer weiß. Okay, aber ich finde hier leider wahrscheinlich nichts, womit ich dann mein
Schrott quasi entfernen könnte, oder? Nee. Keine Werkbank hier. Ja, cool. Wir brauchen nicht wirklich, wirklich viel Munition. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben eine Maschinenpistole, die wir nicht nutzen können. Okay. Wir hätten noch eine Schwarzpulverpistole, die wir nutzen können mit 66 Schuss, aber das ist echt eine... Ja. Wäre eine Munitionsverschwendung. Erster Sahne. Schwarzpulvergewehr. Jagdgewehr. Für 30. Habe ich das Ding nicht abgelegt? Egal. Ja. Puh. Mir bleibt nicht viel Wahl. Muss ich sagen. Jetzt müssen wir ein bisschen taktisch denken. Wir hoffen, dass wir genug Munition finden. Das war ja wohl mal eine Sackgasse. Ich sehe da einen Schraubenschlüssel und einen Hammer. Wir sollten da in diese Richtung gehen. Das Problem ist, ich komme auch aus dem Sumpf jetzt momentan nicht raus, weil ich halt ein bisschen überladen bin. Ja, Freunde, aber wie die ganze Sache ausgeht... Was ist denn das? Oh Gott. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.